Okay, Sie wollten mein Hotelzimmer sehen? Dann müssen wir erst in mein Auto. Weil in meinem Bus sind meine meisten Sachen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen will. Also, mein Auto ist ein Bus. Okay. Also ich bin eigentlich ein aufgeräumter Mensch. So sieht es halt aus. Aber ey, ich weiß, wo alles ist. Also das ist immer der schönste Moment des Tages. So, wenn ich vom Biken komme, mega happy. Und dann raus aus dem Zeug, rein in meine Latschen. Dann bin ich zu Hause. Weil ich bin ja, also on the road ist ja mein Zuhause. Und naja, wie gesagt, sieht wie Chaos aus, aber hat alles irgendwie Sinn. Ich bin, glaube ich, Professional Gypsy. So ein richtiger Zigeuner, der in seinem Wagen rumreißt. Aber nee, ich sag immer, ich bin Edel-Gypsy, weil ich schlafe ja nicht im Auto. Fällt mir gerade ein, ich habe doch noch, ich hab noch ein Geheimnis in meinem Auto. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Nee, ich habe eine Bar. Unterm Beifahrersitz. Und da verstecke ich meine Getränke. Also ich habe auch unalkoholisch, natürlich Hafermilch und Eistee. Aber wenn man dann ganz tief gräbt, Haselnuss-Schnaps, Wein. Ja. Noch mehr Wein. Ja, also hier unten ist mein Geheimfach. Das war mein Zuhause.